Como und hallo, wir sind heute hier bei einem ganz besonderen Schmackofatius und zwar Only Up 64. Ja, ihr habt es richtig gehört, das hier kommt dabei raus, wenn Super Mario 64 und Only Up eins Kind miteinander gebären. Wir werden uns heute nicht nur anschauen, was der gute Case hier so erschaffen hat, sondern wie hoch wir es auch in diesem Video schaffen werden. Bis an die Spitze und noch weiter darüber hinaus, das alles und vieles mehr in diesem Video. In diesem Sinne, lasst gerne jetzt einen Daumen nach oben da für den heiligen Support. Vielen Dank, meine sehr geehrten Brüder und Schwestern. Und aktiviert natürlich auch sehr gerne die Abo-Klingel. Sie muss schallern jetzt. Und wir gehen rein. Also, ihr habt von Only Up gehört, I guess. Das hier ist die SM64-Version davon. So in einem Satz runtergebrochen. Und es gibt vorneweg, ja, viele verschiedene Elemente aus der N64-Ära, die hier quasi als Objekte benutzt worden sind, um sich, ja, nach oben zu arbeiten. Sehr, sehr wild auf jeden Fall. Und wir fangen hier an mit Bob Omb Bombenberg. Tatsächlicherweise. Ja, mit dem allerersten SM64-Level. Leider ist die Brücke kaputt, aber ich hoffe... Oh mein Gott. Wir schaffen es rüber. Oh je. Auch hier natürlich mit dem allseits bekannten SM64-Flavor. Aber leider ohne die Bob-Oms, die, oder die Bob-Om-Kugeln, die hier rumschwören. Wollen wir mal gucken, ob wir die Speedruns-Trend hinbekommen oder was? Let's go. Ich bin kein Experte in Speedrunning, aber ja, okay. Wir gehen in regular way. Keine Problem. Hier könnte man wahrscheinlich auch noch hochgehen. Wir können uns aber auch an sich sämtlichen Weg ersparen, um hier regulär hochzulaufen. Denn das Ding ist, Case hat hier einige Steuerungsoptionen hinzugefügt. Bruder! Das aber sehr jäh. Die Katze im Apfel. Und das Ding ist, Case hat hier in diesem Mod so einige Katzensymbole versteckt. Folgen Sie nun diesem Kanal für weitere versteckte Katzenbilder-Spots. Es ist sehr jäh. Oh mein Gott. Man sieht auch, Case hat so ein bisschen die Engine von Mario umgeswitcht, umgeändert, die Steuerung so ein bisschen erweitert. Wandsprünge kann man jetzt quasi immer machen und nicht nur im richtigen Zeitsprung oder im richtigen Moment. Es gibt aber, und ich an der Stelle, ich bin mal so dreist, ich nutze das einfach. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, nach dem Ground Pound einen Dreifachsprung mäßig zu machen, womit man noch mal ein bisschen höher gewinnt. Und wenn man in der Luft quasi die Stampfattacke drückt, also Ground Pounded, und dann A drückt, schwebt man kurz. Und wenn man das gleiche macht, also Sprung, Ground Pound und B, dann slidet man oder man hechtet in eine gewisse Richtung. Das ist auch sehr wild. Also, Case gibt einem die Möglichkeit, so ein bisschen mit der Mario Odyssey-Steuerung zu arbeiten. Also jedenfalls, ich finde, der Jump ist 100% Odyssey. Wisst ihr, wie ich meine? Und das kann man sich halt so easy zunutze machen. Also ihr habt es gerade gesehen, ich bin jetzt wie ein Idiot runtergefallen, aber ich werde innerhalb von Sekunden wieder hochkommen. Das ist kein Problem. Let me tell you why. Und zwar, Wandsprung und dieser Move hier ist einfach Canon, wenn es darum geht, schnellstmöglich überall hochzukommen und wieder Distanz gut zu machen. Ich kann an der Stelle nicht sagen, ob Safe States funktionieren. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass Case die ausgemacht hat, weil das natürlich ein bisschen, ich sag mal, unfair... Oh! Okay. Wir kriegen aber zumindest keinen Schaden. Das ist zumindest schon mal ganz in Ordnung. Aber trotzdem würde ich ganz gerne weiter nach oben kommen. Ist schon krass, der Gedanke, oder? Ich habe mir ganz ehrlich, als dieser Only-Up-Hype rauskam, habe ich mir gedacht, ich habe mir da schon gedacht, safe wird doch irgendjemand daran arbeiten, das auf SM64 umzumünzen. Ja, und so wie immer ist es Case geworden, ne? Es ist,
Der Bruder, der hat so einen Riecher dafür, glaube ich. Der ist, was das angeht, hat er immer den Zeitgeist am Start. Props gehen raus. Übrigens, wenn ihr das auch zocken wollt, Link zu dem Ganzen in der Beschreibung. Okay, Steinblock. Twomp. Oh mein Gott, das geht auch. Ich kann Seitwärtssprung machen und dann auch den hier. Das ist mega safe. Nein! Nein! Verdammt, ich habe die Stampfattacke vergessen. Egal. Link zu dem Ganzen ist in der Beschreibung, falls ihr das auch mal ausprobieren wollt. Und wie gesagt, ich denke nicht, dass ich das hier in diesem kurzen Showcase-Video schaffen werde, nach ganz oben zu kommen. Wir werden mal sehen, wie weit wir es schaffen werden. Ich mache mir da keinen Stress. Und sagen wir mal so, wenn ich es schaffe, über die SM64-Ebene hinauszukommen, da bin ich schon zufrieden. Ja, ich glaube, das Ganze ist so unterteilt. Es geht erstmal los mit, eben wie ihr hier sehen könnt, so SM64-Leveln. Dann geht es weiter mit Objekten und Objekten, die in gewissen Leveln aus SM64 vorkommen. Das Ganze ist immer so ein bisschen kombiniert. Und dann ist es quasi so ein fliegender Übergang zum nächsten Thema. Und ich glaube, das nächste Thema hier ist nach SM64... Ocarina of Time müsste das, glaube ich, sein. So, ihr habt es gesehen. Wir haben ein bisschen gecheased. Wir können aber noch weiter cheesen. Kein Problem. Keine Problem. Oh je. Ich habe mir gestern schon den ein oder anderen Stream dazu angeguckt. Damit ich natürlich nicht wie ein Volltrottel überall runterfalle. Ja, aber an sich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe das hier gerade... Nice Save. Das erste Mal gespielt. Aber mehr dazu, wenn dann, I guess, nächste Woche der Knall der Nintendo-Szene kommt. In Musikvideoform und in Real Talk-Form. Aber ja. Ich habe hier schon ein bisschen reingeguckt, kann man sagen. Und ich kam über die SM64-Ebene auch hinaus. Nice. Ja, sieht jetzt alles so schnell aus, ne? Aber ich habe auch actually eine Sache vergessen. Wait. Die Gatze! Ui, ah, der Ui, hey! Ich kann nicht zu diesem Meme relaten, aber die Gatze ist auf jeden Fall sehr... Ist es nicht eine British Shorthair? Ist es meine Mimimoi? Ist es meine kleine Maus? Schaut gerne in meine Insta-Story. Ich habe gestern wieder mal zünftiges Material aufbereitet, könnte man sagen. Mimi ist wieder mal komplett ausgerastet. Diese kleine Maus! Oh je! Aber kommen wir mal wieder... Nein! Gott. Es ist nicht so leicht. Dass ich das gerade First Try geschafft habe, war auch eher Glück. Muss ich an der Stelle auch dazu sagen. Es sah sehr fein geplayed aus. Es ist auch ein bisschen Kamera-Play mit dabei, natürlich. Nein! Das Ding ist aber, du kannst irgendwie erstmal das hier machen. Und dann kannst du im selben Jump nochmal... Ja, den Spin nach vorne machen. Ich entschuldige mich übrigens für die laggy Musik. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich alles Mögliche im Emulator so eingestellt, wie es sich gehört. Mit den MB-Werten, Counterfaktor und alles, was dazugehört. Ich erzähle euch da wahrscheinlich... Nein! Nein! Nichts Neues. Das ist halt, das geht so schnell in diesem Game, dass du wieder runterfällst. Das ist so cringe. Aber wie gesagt, du kommst innerhalb von einer Minute, wenn du keine Fehler machst, bist du wieder oben. Also abhängig davon natürlich, wo du runterfällst und wo du dann landest, ne? Das Ding ist, man kann sich aufgrund dieser neuen Mechaniken von Mario immer wieder so ein bisschen retten. Auch beim Runterfallen. Nur es gibt dann halt natürlich so diese allseits bekannten Mario-Kicks, wo es dann leider nicht mehr geht, ne? Wenn er irgendwie, ich sag mal, einen Stomach-Slide gemacht hat, also so eine Bauchrutsche, dann ist Mario verloren, so. Es sei denn, er kann sich irgendwie wieder durch den Fall retten, aber try getting it, ne? Nein! Ich bin immer zu weit... Nein! Cringe!
Das ist fucking, fucking, wisst ihr was? Wir sehen uns an dem Punkt von eben. So, endlich haben wir es geschafft. Kommen wir jetzt mal langsam zur Pyramide. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Wollen wir das direkt cheesen? Komm, wir cheesen das direkt. Let's go. Ganz ehrlich, Mann. Leck mich. Ich gehe nicht den regulären Weg hoch. Wenn man quasi schon kennt, wo es hingeht. Hier kommst du auch nur mit Wandsprung hoch, ist das Problem. An der Stelle hier. Aber gut, das war das Wubibaba-Wüstenlevel. Ist mir größte Erinnerung, aber das Ikonischste war wahrscheinlich auch wirklich nur die Pyramide. Anyways, genug mit dem Cheese. Das war nicht mal... Bruder! Es tut mir sehr leid für die Audio, das hat gerade mies gequackt. Aber das habe ich ja... Bruder, was war das denn? Das war der Actual Cheese. Das war der einfach gejinxte Cheese auch, muss man dazu sagen. Ne? Egal. Ihr seht Snowman's Head leider im Winterschlaf. Na klar. Und jetzt geht's auch schon weiter. Ich weiß auch nicht so genau wohin, aber es geht auf jeden Fall in Richtung der Buchstaben von Mario. Und hier, ihr seht, man kann ohne Bedenken auf die Buchstaben springen, du fällst nicht runter, obwohl das so verdammt schräg aussieht. I don't know. Aber Mario hat hier auf jeden Fall auch einen... er kann pro Sprung auch Double Jump machen. Das heißt, ihr könnt euch immer auch so retten. Und ich glaube, das hier müsste ein Element von Wumms Wuchtball sein, I guess, oder? War hier nicht... Ist das nicht die Plattform mit dem Stern gewesen so? Und gerettet. Nice. Ja, hier kommt man normalerweise mit Wandsprung hoch oder man macht das so, wie ich es gemacht habe. Und, I guess, jetzt kommen wir ins Finale von die Super Mario 64 Levels. Und zwar mit den Sternen. Oh Gott. Oh Gott, Mario, fang bitte nicht an zu sliden. Oh je. Hier übrigens sieht man, Mario kann nur die Einfachsprünge machen an manchen Stellen. Das macht es halt schwer, auch so Backwards-Jump zu machen. Oder quasi an solchen Momenten. Oh oh. Oh Gott. In solchen Momenten, wo Mario nur quasi so ein... Was soll denn das? Ich kann auch nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr tun. Was zum Teufel. Es ist manchmal so ein Scam auch. Holy. Okay, ich bin wieder da. Ich muss wirklich sagen, diese Sternspots sind auch echt sehr kacke gemacht. Wie gesagt, Mario kann nur diesen Einfachsprung an manchen Stellen machen. Und das macht es halt schwer, diesen Save zu machen, den es, ne, eben mit dem Doppelsprung easy gibt. Also an manchen Stellen, wo der Boden uneben ist, kann es passieren, dass Mario keinen Doppelsprung machen kann. Und auch dementsprechend, wie gesagt, nicht diesen Save. Jetzt klappt es auf einmal. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier weiter, als wäre nichts gewesen. Lasst uns das nicht anmerken. Oh je. Oh Gott. Hier sehen wir schon die Next Elements. Was könnte das sein, Brüder? Dieser Grug. Oh oh. Das haben wir schon so geträumt, nach ganz oben zu kommen. Und dann doch versagt. Let's go! Nice. Oh, der Background ändert sich langsam. Nein! Mairo! Oh je, können wir uns retten? Scheiße. Fuck! Okay, ich bin wieder da. Es hat, wie gesagt, nicht so lange gedauert, aber es ist immer so frustrierend, wenn man runterfällt, weil einige Ledges, weil einige Ecken und Kanten von Objekten halt so sich dazu verleiten, zu sliden, so wie jetzt halt. Es ist, I don't know. Ich muss es irgendwie schaffen. Einen Save mit diesen Techniken hinzukriegen. Und dann sollte es auch eigentlich genauso, genauso. Also jedes Mal, wenn ich am Sliden bin, nach vorne am Sliden bin, was der positive Fall ist, was, worauf man immer aimen sollte. Okay, okay, okay. Jetzt nicht schlapp machen. Dann sollte man sich immer mit Hilfe des Jumps retten. Na komm schon. Mario! Genau, genau. Also genau so. Richtig. Zack, let's go. Und rein! Wir sind bei Zelda! Und ich würde sagen, wir nutzen das als kleines
Päuschen. Ja, falls ihr mehr sehen wollt, dann schreibt in die Kommentare, ob ihr einen Livestream sehen wollt. Ansonsten, wir machen vielleicht auch so als kleines Videoprojekt weiter und schauen, wie weit wir kommen. Es wird sehr wild, denn es ist nun einmal, was es ist, ein wildes Abenteuer. Ja, Only Up 64. Und damit bis zum nächsten Mal. Haben Sie sich wohl. Machen Sie es gut.